Hallo, hier ist die Silvia vom Stempellädchen. Ja, die Karte, um die es heute geht, kann ich euch leider nicht mehr zeigen. Die habe ich schon verschenkt, beziehungsweise ich habe mittlerweile schon drei von diesen Karten verschenkt. Aber die Bilder könnt ihr euch natürlich hier anschauen. Ich blende sie euch ein. Um die Karte geht es heute, allerdings mit einer sogar für mich komplett ungewöhnlichen Farbkombination. Und zwar diese hier. Das ist das Designerpapier aus dem rustikalen Charme. Weiß ich noch gar nicht, ob ich nicht auch die Rückseite dafür verwende, weil mir die echt richtig gut gefällt. Alternativ habe ich nämlich noch als zweites Designerpapier dieses Motiv. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und das werde ich kombinieren mit einer Mischung aus Wassermelone und Babyrosa. Also komplett ungewöhnlich, auch für mich. Aber wir werden mal gucken, wo der Weg hingeht. Also, wir brauchen jetzt erstmal Designerpapier für die Grundkarte. Die Grundkarte ist weiß. Und schneiden sie jetzt erstmal zu auf 27 cm in der Länge mal 13,5. Das ist ein etwas merkwürdiges Maß. Es geht leider nicht anders, weil sonst die Mechanik zu klein wird und dann sieht es einfach nicht schön aus. Ich habe es mal ein bisschen kleiner ausprobiert, aber es hat mir dann nicht so gut gefallen. Ich falze in der Mitte bei 13,5 und dann braucht man die Karte, die Grundkarte auch erstmal nicht. Die lege ich mir dann auf die Seite. Wenn ihr es im Hintergrund tapsen hört, das ist der Hund. Es tut mir leid, es braucht ein bisschen, bis der zur Ruhe findet. Dann brauche ich die Wassermelone. Die schneide ich mir zu, hoppala, auf das Maß 13,1 mal 13,1. Und dann das Designerpapier. Mit dem Maß 12,7 mal 12,7. Hoppala, hier ist mein Farbkarton. Also das wird nachher die Vorderseite meiner Karte. Doch, ist doch eine schöne Farbkombination mit den Blautönen und dem Pink da drin. Doch, das gefällt mir gut. Aber wie gesagt, ich gehe den Weg jetzt hier mit euch zusammen. Ich weiß auch noch nicht so recht, wo der tatsächlich hingeht. Wir bauen jetzt erstmal unsere Mechanik. Dafür brauchen wir ein Stück Farbkarton im Maß 15,2 mal 6 cm. Und das falzen wir jetzt einmal bei 1,5, bei 4,5 und bei 12,5. Jetzt lege ich mir die 12,5 Falzlinie auf die linke Seite. Also ihr seht das hier. Ich habe jetzt hier rechts die kleine, die zweite und hier ist eine einzelne große und die kommt jetzt auf meine linke Seite. Leg die an und markiere dann bei 8 cm, setze ich mir hier oben eine kleine Markierung. Das könnt ihr auch mit, ach, ich mach's mal so, das könnt ihr auch mit Kugelschreiber machen, also es wird gleich komplett verdeckt. Und ich klappe mir jetzt hier einmal die Klebelasche um, weil ich das besser sehen kann. Ich habe ja hier meine Markierungen. Und von dieser Markierung bis hier unten in die Ecke ziehe ich mir eine Diagonale und von der Markierung bis hier oben in die Ecke ziehe ich mir eine Diagonale. Und dafür knappe ich mir das jetzt hier um, damit ich hier diese Ecken besser im Überblick habe. Also ich lege mir jetzt die Ecke in die Schneiderinne und hier oben meine Markierung und dann ziehe ich mir eine Falzlinie und das mache ich auf der anderen Seite auch. Ihr könnt das alternativ auch mit Lineal und Falzbein machen. Ihr müsst es nicht im Schneidebrett machen. So. Und wenn ich jetzt die Falzlinien nachknicke, knicke ich mir hier meine Diagonalen auch mit um.
Und im Prinzip funktioniert die Mechanik so, dass ich jetzt hier die Seiten einfach einschlage und habe dann hier quasi so ein kleines Häuschen. Und da kann ich noch mal ein kleines bisschen die Falzlinien, wenn sie doch nicht ganz so sauber waren, die Diagonalen, kann ich die jetzt hier noch mal ein bisschen korrigieren, indem ich das einfach hier aufeinander lege und dann noch mal runterdrücke, auch noch mal mit dem Falzbein drüber gehe. So, das ist jetzt quasi das Geheimnis meiner Mechanik. Wir schneiden erstmal noch weiter zu. Jetzt nehme ich hier mein Bonbonrosa. Da schneide ich mir jetzt zwei Farbkartonstücke zu auf das Maß 6x6 cm, zwei Stück. Also von dieser Mechanik hier, da sieht man nachher nichts mehr. Die wird komplett verdeckt. Das lege ich mir erstmal auf die Seite. Hier runde ich mir gleich noch die Ecken ab. Dann schneide ich mir zu von diesem Designerpapier nochmal zwei Stücke mit dem Maß 5,6 x 5,6. Auch erstmal noch auf Seite. Und dann brauche ich noch ein Stück Designerpapier auf das Maß 13,1 mal 10,1 und noch mal von meinen Häschen. Da nehme ich allerdings jetzt die Rückseite. Da möchte ich nämlich hier hinten die Linien haben. Und das schneide ich mir zu auf das Maß 13,1 x 13,1. So, und dann zeige ich euch jetzt erstmal, wie sich das zusammensetzt. Und dann könnt ihr euch auch selber überlegen, erstmal, was ihr für Farbkombinationen haben möchtet. So. Das kann ich hier schon mal aufkleben, dann ist das schon mal weg. Dann haben wir hier nicht so viel Jelums liegen. So. Dann mache ich mir jetzt hier erstmal Tombo drauf. Das ist ja Gott sei Dank quadratisch. Da muss man hier nicht groß gucken, was wohin gehört. Ein Häschen hier drauf. Die sollten jetzt allerdings richtig rum sein. Was wir jetzt machen, wir markieren jetzt, also ich klappe jetzt meine Klebelasche erstmal ein und dann markiere ich mir hier einmal die Mitte bei 6 cm. Quatsch, das sind 6 cm, die Mitte bei 3 cm. So lege ich mir das jetzt erstmal auf die Seite. Ach, jetzt habe ich noch ein Stück vergessen. Eins brauche ich noch für die Rückseite hier. Was nehme ich denn da? Moment, jetzt müssen wir noch mal gemeinsam suchen. Ich brauche jetzt noch mal ein Stück für die Rückseite. Ja. Auch noch mal das Maß von 13,1 x 13,1. Also in dem Maß habe ich jetzt zwei Stücke. Also ich habe mich jetzt hier einmal vertan. Ich habe jetzt hier einmal doppelt. Die Maße, die stelle ich euch auf jeden Fall noch mal auf meinen Blog. Also ihr werdet am Ende nicht so verwirrt dastehen wie ich. Das verspreche ich euch. Also, zu den Zuschnitten komme ich gleich nochmal. Das klamüsere ich euch auch nochmal auseinander.
Ich habe mich jetzt selber durcheinander gebracht. Also dieses 13,1 mal 13,1 Stück klebe ich mir jetzt hier auf die rechte Seite. Auf dieses Stück kommt meine Mechanik. Hier habe ich mir ja schon mal die Mitte markiert. Die muss ich mir jetzt hier auch noch mal markieren. Und zwar schaue ich jetzt einmal die Mitte bei 6,75, also irgendwo zwischen 6,7 und 6,8. Das muss jetzt hier wirklich nicht sonderlich genau sein. Das ist einfach jetzt hier die Mitte von meiner Karte. So, dann mache ich mir jetzt hier, setze ich mir einfach das Falzbein hin und dann lasse ich das hier stehen und schaue ab der Falzlinie von hier einmal bei 8 cm. So, das ist hier. Dann mache ich mir einen kleinen Punkt. Das ist jetzt zufällig hier genau in diesem Punkt drin. Und an diesen Punkt lege ich meine Mechanik an. Dann habe ich hier einfach nach oben und nach unten ungefähr den gleichen Abstand. Ganz wichtig ist es allerdings nicht. Also wenn es jetzt nicht passend ist, ist das auch nicht weiter schlimm. Auf den Millimeter kommt es da wirklich nicht an. So, jetzt mache ich mir hier ein bisschen Tombow drauf. Lass den hier kurz anziehen. Machen wir jetzt hier auch Tombow drauf. Ihr könnt auch doppelseitiges Klebeband nehmen, wie auch immer. Bin jetzt hier auch nicht ganz gerade. So, dann klappe ich das um. Schlag das hier links einfach ein. So, und hier war nämlich eben kurz mein Denkfehler, als ich dieses Stück Designerpapier zugeschnitten habe. Das darf natürlich nicht bis dahin gehen, das darf nur bis hierhin gehen. Das messen wir jetzt gleich nochmal nach. Dafür wäre jetzt eigentlich dieses Stück gewesen. Aber gut, da müssen wir, die zwei müssen wir gleich nochmal korrigieren. Aber ich schreibe hier auch die Maße nochmal genau auf meinen Blog, damit ihr da nicht durcheinander kommt. So, jetzt nehmen wir uns erstmal hier die Vierecke und runden da die Ecken ab mit einem Eckenrunder. Und das mache ich mit dem Designerpapier auch gleich nochmal. Und hier kann ich jetzt auch die Designerpapiere schon mal aufkleben. Und die werden jetzt hier so aufgeklebt. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach etwas Kleber drauf, aber nur in das Dreieck und hier oben in das Dreieck. So. Dann halte ich die kurz fest, beziehungsweise ich lege mal hier eben meinen Acrylblock drauf. Ich habe mir hier Kleber auf die Finger geschmiert. So. Jetzt müssen wir uns dieses Stück, was wir auch zugeschnitten haben, auf 13,1 auf mal 13,1, das müssen wir mal eben korrigieren. Und zwar
schneiden wir das also in der Höhe. 13,1 ist richtig, aber in der Breite sind es 10,1. Also sprich, im Prinzip die Größe, die wir hier eben schon zugeschnitten haben, die muss eigentlich hier hin, weil das auch das Stück ist, wo ich später noch Text drauf schreiben möchte. Und dieses Stück hier hat zwar richtigerweise die Höhe von 13,1. Hier möchte ich euch aber zeigen, dass wir das nochmal ausmessen, beziehungsweise warum wir das nochmal ausmessen. Das wird hier hingeklebt. Oder ich zeige es mal hier so. Das sollte diesen Teil der Mechanik zwar noch verdecken, darf aber nicht so weit hier rüber, weil man sonst die Karte nachher nicht mehr richtig zukleben kann. Das heißt, das Designerpapier oder euer Lineal setzt ihr wirklich genau einen halben Millimeter neben dieser Kante an und zieht dann hier einmal rüber. Ja, doch 10,1 ist wahrscheinlich noch ganz... Ja, also es kommt drauf an, was ihr hier drauf kleben möchtet. Ich will jetzt nur Zahlen hier drauf kleben. Hier soll eine 2 hin, hier soll eine 0 hin. Das reicht mir jetzt an Platz. Ihr könnt das auch ein bisschen schmaler machen, wenn ihr hier was anderes noch hinhaben möchtet oder wenn ihr hier mehr von diesem Platz braucht. Dann könnt ihr das noch ein bisschen schmaler machen. Also ich kürze mir das jetzt hier einfach nochmal um 1 cm. Ich hoffe, ich verwirre euch jetzt hier nicht komplett. So, dann sieht man hier die ganze Mechanik gut. Und wenn man das jetzt hier einklappt, ja, dann ist es noch verschwunden. Nee, das passt schon. Also, tut mir leid für die Verwirrung, für die ich jetzt hier gesorgt habe. Aber es ist halt manchmal auch nicht alles ganz so leicht. Also ihr probiert es einfach aus, wie ihr das mit der Größe machen möchtet. Ihr könnt das Stück auch bei 10,1 Breite lassen. Ich habe mir das jetzt um 1 cm gekürzt. Das heißt, meine Breite sind jetzt 9,1. Das könnt ihr aber letztendlich machen, wie ihr wollt. Im Prinzip muss nur, wenn ihr das einklappt, sollten natürlich hier diese kleinen Klappmechanismen hinter eurem Designerpapier noch verschwinden. Also ihr dürft es nicht zu knapp machen. Ja? Und dass ich euch gesagt habe, klebt das hier genau auf die Kante, hat jetzt diesen Grund. Ich mache es mal so, wenn ich das jetzt hier zusammenklappe, hört ihr vielleicht noch hier diesen kleinen Schnack hier oben auf der Ecke, wo das Designerpapier schon so leicht über den Farbkarton drüber kratzt. Es passt aber noch gut. Wäre ich mit dem Designerpapier zu weit hier rüber gerutscht, dann würden hier diese Kanten immer so einknicken. Das wäre nicht so schön. So, und dann kann ich das hier noch einkleben. Und dann habe ich den Innenteil auch schon mal fertig. So, von der Höhe haben die ja alle 13,1. Immer schön aufpassen, dass ihr hier in der gleichen Höhe bleibt. So, jetzt stanze ich mir aus meinem wassermelonefarbenen Farbkarton und den doppelseitigen Schaumstoffbögen. Ach so, die Zahlen brauche ich noch. Das sind hier die Alphabetstanzen. Da wollte ich mir ja noch eine 2 und eine 0, möchte ich ja hier stanzen. Und da werde ich mir hier einfach so ein kleines Stückchen zuschneiden. Das einmal durch die Stanzmaschine jagen. Ich mache das immer so. Ich klebe das hier auf, schneide das hier einmal drum herum. So, und dann lege ich mir das hier hin und kann das so durch die Stanzmaschine stanzen. Jetzt brauche ich noch ein Stück für die Null.
nehme ich mal eben meine kleine Stanzmaschine, damit ich euch das zeigen kann. Diese doppelseitigen Schaumstoffbögen, die haben halt den Vorteil, A, sind die selbstklebend, je nachdem, was man da ausstanzt, ist das wirklich eine ganz große Hilfe. Und die sind halt schon, die geben halt schon so einen 3D-Effekt, ne? Weil die relativ dick sind. Ich glaube, die sind sogar noch einen Ticken dicker als die Dimensionals. Bin jetzt da aber gar nicht sicher, habe ich noch nie nachgemessen. So, einmal durchgekurbelt. Die Stanzmaschine für den Moment auch wieder weg. Wir müssen ja gleich noch ein bisschen Deko machen. So, guck mal, wie praktisch das hier ist. Ich löse jetzt hier einfach die zwei raus. Und schon klebt sie. Und ich muss jetzt da auf diesen feinen Linien nicht auch noch mit Kleber hantieren. Ja, das gefällt mir richtig gut. Finde ich mega toll. Ist ein ganz tolles System. Was ich jetzt an Deko mit euch mache, das muss ich mit einem alten Stempelset machen. Ich habe ja bei den anderen Karten aktuelle Sets verwendet. Und ich verlinke euch auch, wie ich die gemacht habe. Jetzt in diesem Fall muss ich allerdings, weil ich das selber zu einem speziellen Anlass bastel, alte Stempelsets verwenden. Und zwar die freundlichen Wichtel. Und einfach zauberhaft, da bin ich noch nicht so ganz sicher, was ich davon nehme. Ich glaube, ich nehme einfach zauberhaft. Es ist ein ganz, ganz hübsches, wirklich ganz altes Set. Ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht, ob hier drauf steht, von wann das ist. Ich glaube es nicht. Also, ich brauche hier einmal die kleine Elfe. Und hier, ihr könnt jetzt einfach weiter blättern oder weiterlaufen lassen, wenn ihr möchtet. Ihr müsst das jetzt nicht mehr weiterverfolgen, weil, wie gesagt, das Set gibt es ja nicht mehr zu kaufen, es sei denn, es interessiert euch, wie ich das mache. So, zaubere dir einen schönen Tag. Den Spruch brauchen wir. Dazu braucht es nur Liebe, Vertrauen und etwas Feenstaub. Wir brauchen natürlich den Feenstaub, ganz klar. Und diesen zuckersüßen Spruch. Das passt nicht. Muss ich gleich mal wechseln. So. Ich nehme jetzt erstmal ein Stück weißen Farbkarton und stempel mir in Memento Schwarz die kleine Fee hier drauf. Die stanze ich mir allerdings auch gleich noch aus. Dann brauche ich den Spruch. Den stempel ich in Wassermelone. So, dann habe ich jetzt hier die Basics mit. Heißen sie denn mit Pep oder mit Pfiff? Mit Pep. Basics mit Pep. Da stanze ich mir hier erstmal einen Kreis aus. Und dann gucke ich mal. Hiermit muss ich mir was einfallen lassen. Ich stanze das mal ganz kurz aus. Den wollen wir gleich noch kolorieren. Und hier müssen wir jetzt tricksen. Ich würde jetzt ganz gerne hier auch eine Stickkante benutzen, die aber so nicht möglich ist. Jetzt müssen wir hier ein bisschen fuschen.
setze mir das jetzt an und nehme erstmal nur und schaue erstmal nur, dass mein äußerer, also hier der untere Stickrand hier gescheit ausgestanzt wird, dass mein Spruch hier vernünftig drauf sitzt. Und dann stanze ich das erstmal durch und dann müssen wir aber nochmal nachkorrigieren, weil ich habe ja so einen kleinen Spruch, der soll natürlich nicht auf so ein großes Etikett. Und das ist aber hier so ein Standardrezept für alle Stanzen, die nicht die passende Größe haben für das, was ihr basteln möchtet. Nämlich, ihr seht, das ist jetzt hier viel zu groß, ne? Das will ich jetzt so nicht. Deswegen gehe ich jetzt hin und stanze mir mit der Stanze das so nochmal von oben, dass ich hier unten so eine schöne, so zwei schöne Fähnchen habe. Und oben habe ich wieder meine Stickkante. Und dann sieht das so aus, als müsste das so sein. Ich zeige es euch mal, wenn es fertig ist. Guckt mal hier. Ist das nicht süß? Das ist doch eine ganz tolle Stanzform und die soll dann hier nachher so drauf. Sehr schön. Mit dem größeren Kreis stanze ich mir jetzt hier allerdings noch ein Stück Wassermelone aus. Das ist dann meine Mattung. Haben. Und dann habe ich ja noch hier meinen Feenstaub und mein Sprüchlein. Dafür brauche ich ja jetzt nicht mehr so ein großes Etikett. Ob ich denn meinen anderen Acrylblock. Da muss ich mal gucken, was davon hier passt. Moment. Ja, ich glaube, ich werde hier auch wieder ein bisschen nachhelfen. Also wir stempeln das jetzt erstmal auf. Das mache ich auch wieder in Wassermelone. Und stanze mir auch hier wieder eine passende Form aus. Sprich, setze mir das hier unten vernünftig ein. Kurbel das einmal durch. So, und jetzt muss ich hier ein bisschen, ich setze mir das jetzt hier rein und dann wackele ich ein bisschen hin und her und es bleibt automatisch, bleibt das hier mit den Sticklöchern in meinen vorgestanzten Löchern hängen. Also da muss ich jetzt erstmal suchen, wo es ist. Und wenn ich jetzt keinen Kleber an den Fingern hätte, würden auch meine Finger nicht daran hängen bleiben. Und jetzt kann ich das nochmal vorsichtig hier durchkurbeln und habe quasi mir wieder eine neue Stanzform geschaffen, wenn ich sie denn jetzt hier durchkriege. Guckt hier. Ja, das, jetzt möchte ich natürlich auch wieder hier eine Mattung zu haben. Dafür nehme ich mir jetzt das etwas größere Viereck. Schaut hier, so habe ich mir
passende Stickkantenetiketten geschaffen. Herrlich. Wunderbar. So, jetzt brauche ich ja noch den Feenstaub. Den habe ich hier. Und dafür nehme ich mir jetzt, was nehme ich mir denn dafür? Babyblau. Das ist schön hell. Ich glaube, ich stempel aber trotzdem auch nochmal ab. Brauche mal gerade ein Schmierblatt. Ja. Einmal abgestempelt ist das super. Ach, ist das schön. Das setze ich jetzt alles zusammen. Aber ich muss ja noch meine Elfe, meine Fee muss ich auch noch kolorieren. So, dafür nehme ich Wassermelone, ein wassermelonefarbenes Röckchen. Male ich jetzt in heller Wassermelone, male ich das jetzt hier einmal ein bisschen aus. Dann für die nackigen Beinchen nehme ich hier aus diesen hautfarbenen Stiften, den hellsten Ton. Ich blende euch hier mal ein, wie der heißt. Das hat nämlich hier nur Nummern, SU900, das sagt euch natürlich nichts. Ne? Die heißen ja im Katalog Mittelbraun, Hellbraun und so ein Schniggeli. Da werde ich mal nachgucken, wie das heißt und dann stelle ich euch das hier ein. Für die Haare nehme ich ebenfalls hier so einen hautfarbenen Stift. Das hat so ein bisschen den Ton von einem hellen Espresso. Also ganz, ganz toll. Und hier innen, da mache ich jetzt hier gar nicht viel Aufhebens drum, da nehme ich Babyrosa. Und zwar das dunkle, nee, das ist Flamingo-Rot. Hier ist Babyrosa. Hier kann man natürlich noch mit separaten Farben drin rum sich ausprobieren und sowas, aber das mache ich jetzt alles nicht. So, dann kann ich das nämlich hier auch aufkleben. Setzen wir das hier zusammen. Ich mache jetzt erstmal das hier, das mache ich jetzt erstmal flach auf den Boden. Hierfür nehme ich Dimensionals, damit das so ein paar verschiedene Tiefen bekommt. So.
Ach, ist das süß. Ganz süßes Set. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier ein Band habe, was hier in der Mitte noch durchgeht zum Verschließen. Nö. Also das Einzige, was mir jetzt hier noch einfiele, das ist hier diese Kordel. Und das passt farblich jetzt nicht 100%. Wäre schön gewesen, wenn ich jetzt hier eine wassermelonefarbene Kordel gehabt hätte. Habe ich aber nicht. So habe ich hier nur die Sommersorbet-Kordel aus den Incolor-Farben. Was jetzt hier in dem Fall aber im Prinzip wurscht ist, weil das Sommersorbet, ja, es ist, ähnelt jetzt nicht unbedingt der Wassermelone, aber es ist hier, der Farbklecks ist so minimal, dass es wahrscheinlich hier auch nicht weiter auffällt. Ich probiere es einfach mal aus. Müssen ja auch noch ein paar Steinchen hin. Also ich verzichte jetzt auf Dekoblumen, weil das wäre mir jetzt hier tatsächlich viel zu viel. Höchstens vielleicht, ich könnte hier natürlich, Moment, ich könnte natürlich hier noch so ein Sträußchen Trockenblumen mit reinstecken. Wäre natürlich super gewesen, wenn ich da vorher dran gedacht hätte. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt müssen wir das dann natürlich noch irgendwie reinfrickeln. Und es darf nicht abgehen, weil das Sträußchen soll natürlich nicht mit hier rauskommen, wenn ich das Band abmache. Ich wickel jetzt hier einfach zwei Glue-Dots drum um den Stängel. So, dann ist das so ein bisschen dicker. Und dann schiebe ich das hier unter mein Schildchen. Und drücke das hier unten fest. So. Dann muss ich allerdings auch das Band hier noch mal durchziehen, durch dieses eine Teil. Ja, das gefällt mir gut. Das gefällt mir wirklich gut. Sehr schön. Und wenn man das dann aufmacht, hier kommen die Zahlen raus. Herrlich. Ein paar Steinchen noch. Ich habe jetzt hier noch alte wassermelonenfarbene Steinchen. Die muss man natürlich auch mal irgendwann irgendwie aufbrauchen. Das mache ich jetzt hier einfach mal. Ich finde, bei so einer kindlichen Karte kann es auch eigentlich fast gar nicht zu viel sein. Aber ihr werdet es mich sicherlich wissen lassen, wie ihr das findet. Jetzt mache ich das hier nochmal zu. Das ist natürlich auch das Doofe, ne? Die Kordel, die kann ich jetzt hier nicht mehr irgendwo festkleben. Das ist halt echt ein bisschen doof, aber gut. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Oh, ist das süß oder ist das süß? Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, auch wenn ihr dieses Set vielleicht nicht mehr habt. Vielleicht habt ihr es aber auch noch in euren Regalen und ihr könnt es in irgendeinem Flohmarkt ergattern. Da drücke ich euch feste die Daumen. Also, ich liebe das und verwende das auch immer noch sehr, sehr gerne für Kinderkarten. Und ja, lasst es mich einfach mal wissen, wie euch das Projekt gefallen hat. Dann habt noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.